Hallo und herzlich willkommen in der Peldemühle zu Wittmund, zu einer neuen Folge in unserer Reihe mit Kultur wird's lebendig. Und heute bleiben wir mal ganz unter uns. Heute bleiben wir mal beim Thema Kunst und im weiteren Sinne Kultur, denn ich freue mich heute, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Kunsthalle Emden, Frau Ilka Erdwins, zu Gast zu haben. Dankeschön. Herzlich willkommen, Frau Erdwins. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie gekommen sind. Ist ja nicht ganz so um die Ecke. Ja, aber einmal so quer über die ostfriesische Halbinsel, das macht auch Spaß. Mache ich gern. Das Interessante ist ja, obwohl die Entfernung von Emden nach Wittmund oder Jever oder nach Wilhelmshaven, sagen wir mal, nicht unbeträchtlich ist, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, dass die Kunsthalle nahe dran ist. Also man ist ein Name, ist eine Marke, es ist interessant. Wie erreicht man das? Also das war natürlich von Anfang an auch unsere Mission. Henry Nann hat damals, als das Museum gegründet wurde und eröffnet wurde, das stand noch über dem ersten Eingang, inzwischen haben wir ein paar Mal erweitert und umgebaut, über dem ersten Eingang stand tatsächlich über der Tür Kunsthalle für Ostfriesland. Also ihm ging es von Anfang an darum, nicht nur jetzt seine Emder, wo er nun ja gebürtig herstammt, zu erreichen, sondern er wollte eigentlich wirklich diese ganze Region erreichen. Und ich glaube, wenn man mit so einer Mission schon antritt, das zieht sich natürlich so ein bisschen als Unterströmung in alle möglichen Dinge durch, dass allen, auch die da arbeiten, wichtig ist und gerade mir in der Öffentlichkeitsarbeit natürlich sehr wichtig ist. Und da denkt man von vornherein natürlich nicht nur daran, eben vor Ort präsent zu sein, sondern wirklich die Region irgendwie zu versuchen abzudecken. Es ist ja eigentlich auch so ein kleiner Spagat, weil auf der einen Seite ist ja das, was Sie dort präsentieren, nicht die kleine Münze, sondern es ist ja schon der Anschluss an die Moderne. Ja. Das ist wirklich, ja, sage ich einfach mal, Anschluss an die Weltkunst. Gleichzeitig aber dann dieser Anspruch, Museum für Ostfriesland, in Ostfriesland, die Region mitnehmen. Also das ist ja eine Doppelaufgabe. Ja, so als Doppelaufgabe würde ich es gar nicht empfinden. Es ist ja schon so, dass bevor es das Museum gab, da gab es ja diesen bösen Spruch, Nolde kam nur bis Oldenburg, Christus kam nur bis Eboli. Und da war eigentlich so die Vorstellung von Nannen, der ja nun gebürtiger Emder war, aus wirklich auch, ich sag mal, sehr einfachen Verhältnissen in Emden dann in die Welt gegangen ist, dass der sagte, wieso sollen die Menschen in Ostfriesland jetzt, und sei es die ganz normalen Mitbürgerinnen, Mitbürger, die ja Werftarbeiter, wieso sollen die nicht einen Anspruch haben auch auf diese, auf Teilhabe an dieser Kunst? Also warum müssen die Leute, die auf dem Land leben, sollen die sich nur mit Kunst beschäftigen, die auf dem Land entsteht? Nichts gegen Kunst, die auf dem Land entsteht, aber natürlich haben die Menschen, die hier leben, genau das gleiche Anrecht darauf, diese Kunst irgendwie zu erleben. Und das war eigentlich immer so der Gedanke, dass er sagt, in Hamburg, wo er ja nun lange gelebt hat, da gibt es so genug große Museen, das ist eigentlich gesättigt, aber hier gibt es einfach dieses Angebot nicht. Hier müsste man bis Oldenburg, Bremen fahren. Ja. Darum ist das hier ein guter Ort dafür. Ja. Sie machen ja auch eine ganze Menge. Sie machen Kinder- und Jugendarbeit. Also das so museumspädagogisch sind Sie ja extrem gut aufgestellt, auch gut wahrnehmbar. Das ist das, wenn ich das so nenne, das Baby von Eskenan, also der späteren Frau von Henry Nann. Die beide haben ja im Grunde beide gemeinsam das ins Leben gerufen. Am Anfang, klar, der Name Nann hatte eine große Strahlkraft, der überstrahlte so ein bisschen, dass das im Grunde immer ein gemeinsames Projekt war. Und Eskenans Augenmerk lag immer bei diesem Thema Kunst und Kultur für Kinder. Ja. Und darum ist es zum Beispiel so, dass die Malschule, wir sind ja eines der ganz wenigen Museen überhaupt, die von vornherein also eine große Kunstschule angeschlossen hatten, die ist ja älter als die Kunsthalle. Also die Malschule ist schon 1984 gegründet worden in Emden und die Kunsthalle hat 1986 eröffnet. Also das war immer so in dieser Verschränkung gedacht. Und natürlich völlig ohne zu ahnen, dass das mal so groß werden würde. Dann war die Malschule irgendwann, hieß es dann, größte Jugendkunstschule Niedersachsens. Heute ist es so, etwa ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind erwachsene Menschen, sind auch Senioren, die manchmal so nach dem Ruhestand sagen, so jetzt mache ich nochmal was anderes, jetzt versuche ich nochmal was Neues.
Und diese Verschränkung mit der Museumspädagogik und der Kunstvermittlung, das ist eigentlich so, dass man sagen würde, Kunstvermittlung als klassische Aufgabe des Museums sind die Ausstellungen, das Ausstellungen machen, das ist auch Kunstvermittlung. Ja. Und dann geht es ganz rüber bis durch eigenes schöpferisches, kreatives Hands-on, durch eigenes Tun, sich der Kunst zu nähern und künstlerischen Arbeitsweisen. Das heißt, diese Aufgabe der Kunstvermittlung und auch das Mitspielen, sage ich mal, im Kreise der renommierten Museen in Deutschland und in Europa, das ist ja nichts, was Sie jetzt, sagen wir mal, geringschätzen oder als zweite Aufgabe nehmen. Und das ist natürlich auch schon ein ganz wichtiges Standbein. Ganz klar. Da behaupten Sie sich ja auch ganz gut. Ja, also das ist natürlich so, erstmal muss natürlich die Qualität stimmen. Ja. Ne? Und wir haben ein bestimmtes Ausstellungsprofil, wird auch von der Sammlung heraus sozusagen bestimmt. Ne? Also das heißt Themen, wie jetzt gerade Wildschön, Tiere in der Kunst, das ist eine große Themenausstellung, das ist ein Thema, was wir in der Sammlung haben, im Bestand haben. Ja. Das setzt ein bei den Blauen Fohlen von Franz Marc, einem der populärsten Werke unserer Sammlung. Ja. Und natürlich ist es so, dass das Level, auch das inhaltliche Level von Ausstellungen, das ist nicht diskutabel. Da haben wir einfach eine bestimmte Mission, eine bestimmte Aufgabe, auch schon in der Satzung, im Satzungszweck festgeschrieben. Mhm. Daran wird auch gar nicht gerüttelt, aber wie man das dann präsentiert, wie man es auch zugänglich macht für Besucher und auch welche Besuchergruppen man in den Fokus nimmt. Also da muss ich sagen, es wird ganz häufig dann gesagt, ja, ihr macht das mit den Kindern ja wahrscheinlich, um so Besucher von morgen auch schon früh heranzuholen. Ja. Und dann sage ich, nee, Moment, Kinder sind auch ganz tolle Besucher von heute. Ja. Das sind auch so mit ihrer kindlichen Herangehensweise und ihrer Empfindung und ihrer oft auch Direktheit und auch ihrer ja noch so ganz häufig ganz unverbogenen, ganzheitlichen Herangehensweise, sind das für uns auch ganz tolle Gäste, um die im Haus zu haben, wie die auf Kunst zugehen, was die wozu sagen. Also das ist wirklich eigentlich so ein ganzheitliches Konzept, alle Besucher anzusprechen und dann eben unterschiedliche Wege zu wählen, beispielsweise den Weg auch durch eben praktisches Arbeiten, sich so diesen künstlerischen Prozessen zu nähern. Das hat das immer oder ansatzweise auch mit den Ausstellungen zu tun? Oder muss das nicht zwingend so sein? Weil Sie haben ja jetzt bei der Tiere-Ausstellung, sind Sie ja auch, was das Rahmenprogramm, auch in die Fläche gegangen. Ja, also gerade dieses Thema Kunstvermittlung, das ist wirklich von ausstellungsbezogenen Führungen, klassische Führungen oder Gespräche bis hin eben zu diesen Kursen, die als Jahreskurse wie bei so einer Musikschule etwa laufen oder als Wochenendkurse, die völlig unabhängig davon sind und sagen, wir machen mal einen Wochenendkurs digital zum Beispiel, ne? Digitalwerkstatt. Das, was Sie jetzt gerade ansprechen, dieses Rahmenprogramm, mit dem wir natürlich auch uns bemühen, den Leuten nochmal so einen anderen Zusammenhang aufzumachen, das ist so ein bisschen eher so mein Thema dann. Das fällt ja auch so etwas in den Aufgabenbereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Und da geht es auch mir darum, zu sagen, das ist ja nicht Kunst, auch das Museum als solches, das ist jetzt nicht so eine Art losgelöster Solitär, sondern es geht uns um Menschen, ne, die ein Erlebnis bei uns haben, aber die natürlich genauso, wenn sie vielleicht als Feriengäste kommen, dann wollen die auch die Natur erleben, dann wollen die ein bisschen was mitkriegen hier von der Umgebung, von der Mentalität, von der Geschichte. Und überall sind eigentlich Menschen, die mit so einem wachen Sinn durch die Welt laufen und die interessieren sich eben nicht nur für vielleicht Kunst und nicht nur möglicherweise für Geschichte. Und doch sind es Leute, die mit dieser Aufmerksamkeit für uns ein interessantes Publikum sind. Und da bieten wir dann mit solchen zum Beispiel Rahmenprogrammen so einen kleinen Zugang, wo man sagt, aha, das hat hier irgendwas zu tun mit der Kunsthalle, warum, was ist denn da los? Und wir hoffen, dass dann der Funke überspringt. Aber sagen wir mal so, der Kern dessen, was sich bei Ihnen in der Halle tut, das ist die Sammlung, respektive die zweite Sammlung, dass die... Jein, also eigentlich geht es bei uns sehr stark um Ausstellung, Ausstellungsprogramm. Das ist einfach, so sind auch Menschen, die wollen immer mal wieder was Neues und was anderes. Ja.
Und natürlich haben wir gerade jetzt mit unserer jetzigen wissenschaftlichen Leiterin Lisa Felicitas Matterheis eine tolle Kuratorin, die Ausstellungen auch sehr aus der Sammlung heraus ja, entwickelt genau, und denkt. Genau. Und in der jetzigen Ausstellung Wildschöntiere in der Kunst, da sind insgesamt 120 Werke ausgestellt. Davon sind 34 Werke aus dem hauseigenen Bestand. Die sind aber da jetzt in so wieder ganz neue Nachbarschaften ja. und ganz neue Zusammenhänge gesetzt, sodass man vielleicht ein Bild, was ich jetzt seit 35 Jahren fast kenne, plötzlich nochmal mit neuen Augen sehe und denke, ach, ne, so habe ich es noch nie gesehen. Und das macht natürlich das spannend, mit der Sammlung zu arbeiten. Es sind ja auch eigene Arbeiten entstanden unter dem Motto, ja. also ganz neue, speziell ja. für die Ausstellung. Insofern ist die Spannbreite, die Bandbreite dessen, was gezeigt wird, eben sehr weit. Das Etablierte, ja. sagen wir mal, das, was im ja. Sammlungskatalog steht und das, was ganz neu ja. Dazu kommt, ja. was dann wirklich, sagen wir mal, zeitgemäßer kaum sein kann oder aktueller nicht ja. sein kann. Das ist, finde ich, ein ganz schöner Effekt. Also wenn man auch manchmal mit Besuchern spricht, dass die natürlich schon oft so funktioniert, das eben oft, dass die Leute sagen, ah ja, das sind jetzt irgendwelche ganz bekannten Namen von Künstlern offenbar vertreten, das wollte ich schon immer schon mal sehen. Mhm. Ne, da ist ein Andy Warhol oder solche Dinge dann. Mhm. Aber wenn die dann aus der Ausstellung wieder rauskommen, dann erzählen die häufig, ja Mensch, diese eine Arbeit, diese riesige Videoinstallation von dieser Diana, wie heißt die nochmal, Diana Seta, habe ich auch noch nie gehört den Namen, das hat mich jetzt richtig schwer beeindruckt, da komme ich vielleicht sogar nochmal. Ne? Und das ist vielleicht der tolle Effekt, dass Leute erstmal kommen, um möglicherweise aus einem ganz eigenen Motiv, ich will mal bekannte Künstler so in real sehen ja, mit ja. ihren Werken, dann aber in der Ausstellung selbst Entdeckungen machen können. Und diese Entdeckungen sind es oft, die einem dann vielleicht noch mehr nachwirken. Können Sie jetzt schon dazu was sagen, wie sich die Reaktion des Publikums auf die Möglichkeit, Kunst anzuschauen, genauso wie Sie gerade gesagt haben, ich will mal ein Werk, mhm. einen Künstler mal selber live sehen oder das ja. Werk halt live sehen, hat sich das durch die Erfahrung in der Pandemie irgendwie gewandelt? Gibt es eine positive Spannung, sagen wir mal so, eine positive Erwartung? Also wir haben das jetzt nicht, ich sag mal, erhoben oder untersucht. Mhm. Ne? Also das ist natürlich jetzt aus dem Bauch heraus, was ja, man klar. da so an Eindrücken sammelt. Das könnte man bestimmt, das sollte man wahrscheinlich machen, das auch schon in Museen mal befragen bei den Gästen. Letztlich aber ist natürlich Kunst erstmal ein sinnliches Erlebnis. Mhm. Der Mensch ist ein Sinnenwesen, mhm. ne, mit allen Sinnen. Und natürlich haben auch wir sehr früh, auch letztes Jahr schon im Frühling angefangen, neue digitale Angebote zu entwickeln, um überhaupt auch unsere Angebote im Museum zugänglich zu machen. Ja. Wie ja. so einen virtuellen Rundgang, den gibt es auf unserer Website mhm. natürlich. Mhm. Da kann man theoretisch kostenlos die gesamte Ausstellung durchwandern, so per Mausklick mhm. und mhm. kann sogar an vielen Stellen den Audioguide sich dann dazu anhören. Da würde vielleicht man kritisch fragen, naja, und das alles umsonst, also dann mhm. kommen die doch gar nicht mehr in die Ausstellung. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so. Ja. Also ich glaube eher, dass das vielleicht neugierig macht auf dieses sinnliche Erlebnis, das wirklich ja. in der Realität auch nochmal zu ja. sehen. Und zum anderen glaube ich auch, dass wir jetzt, anderthalb Jahre läuft diese pandemische Entwicklung ja, und wir haben alle am Anfang wahrscheinlich wahnsinnig fasziniert vor unseren ganzen Geräten gesessen und gedacht, Mensch, toll, und ich könnte hier eine Oper in New York mir jetzt angucken ja, oder ja, was nicht alles. Ja, ne? Und ja. irgendwann haben wir einfach keine Lust mehr auf so Bildschirme zu schauen, ja, ja. weil eben so ein Kunsterlebnis viel mehr ist. Und ein Museumserlebnis in Emmen zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ohne dass ich das auch statistisch belegen kann, da gehört es auch dazu, man macht sich einfach einen schönen Tag, man geht mit irgendjemandem mal so einen Nachmittag ins Museum, mit dem man gerne was unternimmt, man freut sich drauf, nachher noch einen Kaffee zu trinken, da im Museumscafé, wunderbar, auf der Terrasse am Henrys, bummelt nochmal durch die Stadt und guckt sich an, was sich da alles in der letzten Zeit getan hat. Also dieses Gesamterlebnis, glaube ich, das ist schon ziemlich wichtig. Wenn man die Leute fragen würde, würden sie sagen, ja, ja, wir sind extra wegen der Ausstellung gekommen, aber eigentlich gehört eben eigentlich so dieses Ganze dazu. Ich bin der Meinung, dass Kultur und Kunst durch die Pandemie nicht in dem Sinne Schaden genommen hat, dass sie jetzt etwa, was weiß ich, hinter dem Sport, der im Fernsehen übertragen wird oder sowas, zurücktritt oder zurückgefallen wäre, sondern im Gegenteil, wir haben, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, wie sehr es fehlt. Ja.
Gerade das Sinnliche fehlt, auch Ja. das Gemeinschaftserlebnis, auch Ja. im Museum, Mit auch wenn man Leuten getrennt reden, voneinander vor dem Bild gucken. steht, man ist nicht Ja. alleine, man hört ja auch, was die anderen sagen Ja. oder was sie diskutieren und so. An all das fehlt. Und insofern hat der Kunst und Kultur in dieser Zeit auch unwillentlich nachgewiesen, wie systemrelevant sie eigentlich ist. Ne? So würden wir das auch behaupten. Das ist natürlich nicht unbedingt in der gesamten Betrachtung jetzt so mit diesem Gewicht auch so gesehen worden, von Politik vielleicht auch nicht und so weiter. Viele, gerade im künstlerischen Bereich oder auch darstellende Kunst, da sind viele auf der Strecke geblieben, viele Angebote, viele Anbieter. Gerade die Selbstständigen haben wahnsinnig schwer zu leiden gehabt, haben es oft schwer gehabt, auch da an Förderung zu kommen. Also wir sind natürlich als Institution da so einigermaßen gut durchgesegelt mit dem Blick darauf, dass das irgendwann mal auch wieder dann vorbei ist. Ewig kann man das dann auch nicht durchhalten. Aber ich glaube, dass diese Wertschätzung, die Menschen, die das alles wahrnehmen und besuchen und ins Museum gehen, ne, dieses auch zum Teil wirklich fast Beglückte, was die dann so empfinden, das muss natürlich aber auch ankommen bei Entscheidern. Denn es war jetzt im letzten Jahr so, dass im Grunde bei allen Diskussionen über wann öffnet was, dass die Kunst und die Kultur da ganz weit hinten erst kamen. Obwohl Das wir auf stimmt, der anderen Seite aber eigentlich gerade so ein Ort sind, der sehr früh hätte vielleicht schon sagen können, wir bieten hier Möglichkeiten, wir haben ein Konzept, wie Leute uns sehr sicher besuchen können. Im Museum wird nicht auf dem Tisch getanzt und die Leute liegen sich nicht ständig in den Armen. Also man kann gut Abstand halten, ne? Man kann das gut auch so ein bisschen regeln, wo man so lang läuft. Es ist kein großes Problem, da mit einer Maske unterwegs zu sein, weil man ja, ne, nicht vielleicht sich so sportlich da anstrengt. Also an vielen, vielen Stellen, wir haben eine Vollklimatisierung, wir können Online-Tickets mit Zeitfenstern. Also an vielen Stellen war Kultur eigentlich perfekt schon aufgestellt oder ließ sich schnell aufstellen dafür, war aber aus diesem Blick auch der Entscheider, auch zum Teil der Politik, leider so ein bisschen raus. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht auch eine Erkenntnis ist, dass das, wenn was natürlich der Himmel verhindern möge, sowas wiederkommt wie ein Lockdown, dass das dann vielleicht anders betrachtet wird. Interessant ist ja auch, dass im künstlerischen und kulturellen Echoraum, sagen wir mal, die Diskussion, auch gerade über die Erfahrungen, die wir jetzt alle in der Pandemie gemacht haben, auch die Konsequenzen, die wir aus der Pandemie, und nicht nur jetzt individuell für uns, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Wie sind wir miteinander umgegangen? Wie war die Kommunikation? Wie war, sagen wir mal, wie waren die demokratischen Abläufe und sowas? All diese Fragen werden ja in der Kunst und Kultur aufgefangen und diskutiert. Das ist ja nicht so, dass das jetzt einfach nur eine Sache der Administration in Berlin oder in Hannover oder sonst wo ist, sondern Künstler mischen sich ja wieder ein und melden sich ja wieder zu Wort. Ja, sehr gut auch, finde ich das. Ja. Ich meine, Kunst ist immer ja auch ein Spiegel der Zeit, in der sie entsteht. Und Museum hat natürlich schon immer noch mit so einem gewissen, ich sag mal, mit so einem gewissen Abstand vielleicht, aber doch den Anspruch zu zeigen, was in bestimmten Zeiten, in den Themen, in den Epochen, die da Inhalte sind, wichtig sind und relevant ist. Und das ist wahnsinnig spannend, finde ich, jetzt zu schauen, was vielleicht irgendwann an Kunst jetzt in dieser Reflexion entsteht. Also, viele Ihnen ein einziges gutes Argument dafür ein, weshalb zum Beispiel die bildende Kunst sich dieser Aufgabe nicht unterziehen sollte, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen will, so nach dem Motto, macht da mal was, gestaltet da mal was und dann haben wir einen Raum, in dem wir uns über das Thema austauschen können und dann war das auch. So quasi die Dauer einer Ausstellung, dann haben wir das politisch-gesellschaftlich abgehakt und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Ja, also wir würden natürlich nie sagen, die Kunst soll dies oder das. Die Kunst ist frei. Ja, ne? Und das sind die Künstlerinnen und die Künstler, die für sich einfach, das sind ja auch so in gewisser Weise Seismografen, wahrnehmen, ist das jetzt was, was hier wirklich tief einwirkt in die Gesellschaft, was hat das Folgen? Man hat ja manchmal an manchen Stellen das Gefühl, die Leute wollen am liebsten einfach wieder zurück zum vermeintlichen Normal. Geht das überhaupt? Passiert das wirklich? Das wird sich ja erst in der Zeit jetzt beweisen müssen.
Und dann wird sich auch zeigen, welche Künstlerinnen und Künstler wie diese Antennen haben, um das aufzunehmen und zu spüren. Ich glaube, als Museum würden wir jetzt nicht uns vornehmen, wir machen eine Ausstellung über Kunst, die das Thema Pandemie irgendwie reflektiert. Ja, das sehe ich überhaupt nicht. Aber es wird sicherlich solche Kunst auch geben. Und da muss man in der Rückschau, kann man ja das erst dann betrachten, wie substanziell das wirklich ist. Ne? Das heißt, Sie sagten ja, dass das der Kern, weil wenn man über Ausstellungskonzepte nachdenkt, dass ein Kern immer die eigene Sammlung ist. Das ist so ein Ausgangspunkt. Ausgangspunkt. Also genau. Es ist tatsächlich so, jetzt im Moment haben wir auch, wie gesagt, kann ich nicht belegen, aber so subjektiv wahrgenommen, auch eine ganze Menge Besucher und Gäste, die den Eindruck haben, die kommen zum ersten Mal zu uns oder in die Region. Das ist möglicherweise das, was man sich so ein bisschen gewünscht hat, dass die Menschen jetzt, weil sie eben nicht so ins Ausland reisen können, mehr hier vor der Haustür sich ihren Urlaub verbringen. Und da ist dann häufig so die Rückfrage, ja, aber wo ist denn die eigene Sammlung? Weil sehr viele Menschen mit der Kunsthalle verbinden die Sammlung Henri Nannen. Ja. Das ist aber eigentlich so ein Bild in den Köpfen, weil natürlich die Ursprungserzählung ist, der Henri Nannen hat seine Sammlung in dieses Haus gegeben. Das ist aber fast ein Klischee, würde ich sagen, weil wir eigentlich von dieser inzwischen sehr stark natürlich diesem gewachsenen Bestand, über die Sammlung Henri Nannen weit hinaus gewachsenen Bestand, immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen können. Und das ist so ein, ich will es kein Problem nennen, aber das ist eine Aufgabe für uns auch strategisch zu schauen, wie gehen wir damit um, also wie sehr gehen wir darauf ein, auf diesen Wunsch der Besucher, bestimmte Werke immer am liebsten immer sehen zu können. Das nehmen wir wahr, das ist uns auch wichtig, aber natürlich wollen wir auch ein lebendiges Haus sein. Das ist auch eine Aufgabe, die uns Henri Nannen sozusagen in die Satzung auch geschrieben hat. Und Lebendigkeit heißt eben auch steter Wandel und Wechsel und ein Bestand, nenne ich es mal. Wir haben also, nur um das mal zu verbildlichen, also Henri Nannen hat damals, als er das Museum gegründet hat, hat er eine Sammlung reingegeben, das waren ungefähr 650 Werke. Heute haben wir einen Bestand von, wenn man alles zusammennimmt, so an die 1800 Objekte. Das heißt, wir können nicht immer nur dieselben, vielleicht eine Auswahl von 150 Werken zeigen. Das wäre auch nicht sinnvoll, aber das wäre eben auch, das wäre dann im Grunde dieses Mausoleum für eine bestimmte Idee, die Henri Nannen nie wollte. Und dass wir jetzt also dann natürlich von den Freunden der Kunsthalle noch zugestiftete Werke haben. Wir haben diese wunderbare Schenkung von Otto van de Loo, auch einige andere Schenkungen, Künstler. Ne? Und haben wir heute, wie gesagt, 1800 Werke. Und wenn wir das ganze Haus nur mit Sammlung hängen, dann sind es trotzdem vielleicht nur 200 Werke, die wir zeigen können. Das heißt, wir müssen damit arbeiten. Und wir müssen auch diese Sammlung, dieser Bestand, der sich ja immer weiterentwickelt, inzwischen sind da auch Fotoarbeiten, Videoarbeiten, Installationen, die bietet uns immer wieder neue Anknüpfungspunkte. Ne? Wo vorher der Kern war klassische Moderne, könnte man heute sagen, das geht bis in die zeitgenössische Kunst und darum zeigen wir auch zeitgenössische Künstler. Also das ist ja sogar ein Unterschied, ob ich jetzt versuche, eine Sammlung aufzubauen, die irgendeine Art und Weise die klassische Moderne repräsentiert, oder ob ich versuche, moderne Kunst, zeitgenössische Kunst, von der ich noch nicht so 100% weiß, ob die jetzt, sagen wir mal, die Zeitläufe überdauert und eines Tages noch in 100 Jahren im Lexikon steht. Aber weil ich sie heute für relevant halte und heute ergänze ich es damit, meine Sammlung, das sind ja zwei Paar Schuhe, das sind zwei unterschiedliche Richtungen. Und dieses reine Sammeln, das liegt also praktisch schon zurück und jetzt geht es mehr in die Moderne hinein, also in die Zeitgenossenschaft? Also es ist sicher so, dass man, also wir sind ja eine private Stiftung, die ein Privatsammler sozusagen, der auch sehr subjektiv, sehr leidenschaftlich, mit heißem Herzen gesammelt hat und nicht so strategisch. So. Das ist sozusagen unser Ursprung. Ja. Und die Idee des Museums ist eben diese eigentlich persönliche Leidenschaft des Sammlers für Kunst, diesen Enthusiasmus, möglichst überspringen zu lassen auf die Besucher.
Wir sind ja damit aber ein ungewöhnliches Haus. Die allermeisten Museen in Deutschland sind ja eher in öffentlicher Trägerschaft. Das sind städtische Museen oder Landesmuseum. Die haben einen ganz anderen Anspruch, auch eine andere Aufgabe. Die wollen vielleicht wirklich abbilden, alles, was repräsentativ ist für bestimmte Themen, für bestimmte Epochen. Mhm. Bei uns ist unser Thema die Leidenschaft für die Kunst. Ja. Und im Grunde was sehr Subjektives. Und es gibt sicherlich gewisse Grundströmung, ich sag mal so dieses, das expressive Momentum, das ist sicherlich generell bei uns auch im gesamten Bestand sehr stark. Und ein Zugang, wenn wir jetzt heute einen Zugang bekämen oder bekommen, wenn meinetwegen uns die Freunde ein Werk stiften wollen, dann würde man natürlich, dann ist es Aufgabe erstmal auch des wissenschaftlichen Leiters oder Leiterin zu schauen, wie passt das zum vorhandenen Bestand. Da gibt es natürlich dann auch, dann ist vielleicht, das ist ja auch so ein Job, die Leute, die wechseln dann alle mal, dann ist jemand so nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren, geht dann in ein anderes Haus, da gibt es so eine gewisse Ära und da hat jemand dann auch wieder so einen gewissen subjektiven Blick, von dem natürlich als Kunsthistoriker viel fundierter, aber was er glaubt, was in die Sammlung passt und was eben vielleicht die Freunde, was eine sinnvolle Ergänzung wäre, was die Freunde ankaufen. Aber letztlich ist eben unsere Mission ist eigentlich, diese Leidenschaft und die Neugier auf Kunst zu wecken und zu vertiefen. Und es ist weniger der Anspruch, so ein Museum zu sein wie andere große öffentliche Häuser, die eben eher so in dieser ganz strategisch organisierten Weise eine Sammlung aufbauen wollen und dann sagen, ja, bei uns fehlt eigentlich in der Sammlung, da fehlt noch ein großes Kirchner-Gemälde, das müssen wir irgendwie haben oder so, damit wir da eine Lücke schließen. Mhm. Ne? Und das macht es natürlich ein bisschen schwerer fassbar, aber bislang ist es gut gelungen, würde ich sagen. Die einzelnen Genres in der aktuellen Kunst erweitern sich ja permanent auch dadurch, dass neue technische Möglichkeiten dazukommen. Die reinen technischen Möglichkeiten, sagen wir mal eine Videoinstallation ist das eine, und wenn man dann noch ein Hybridformat nimmt, wo sich Malerei mit Video oder mit Bildhauerei, wie auch immer, noch mischt, gibt es ja praktisch gar keine Grenze mehr in dem, was sagen wir, museal sein könnte. Ja. Muss es ja nicht. Könnte. Kunst ist ja nicht automatisch Kunst, wenn man sie dazu erklärt. Was ist denn aus Ihrer Sicht, ich weiß, das ist jetzt die Emder-Sicht, das ist völlig klar, aber aus Ihrer Sicht, dass sollte der deutliche Zug der zeitgenössischen Kunst. Gibt es da einen roten Faden oder ist das alles genauso unendlich wie die Techniken, die man benutzt? Ja, also es gibt natürlich so, also eigentlich, ich bin keine Kunsthistorikerin, also ich kann da überhaupt nicht kompetent was zu sagen im Grunde. Das wäre eine Frage an Kuratoren, die in dieser Welt auch viel intensiver unterwegs sind. Aber es gibt natürlich so große Anzeiger, zum Beispiel solche Dinge wie eine Documenta oder so, ne, wo der Anspruch da ist, wir wollen zeigen, was jetzt gerade ist. Und da gibt es natürlich schon auch in den letzten Ausgaben eine starke Tendenz, zum Beispiel, dass Kunst sich wieder sehr stark auch so mit so gesellschaftlich-politischen Fragen beschäftigt, sehr auf das Leben der Menschen schaut und die Lebensbedingungen schaut. Und jetzt gibt es Diskussionen akut natürlich auch nochmal in dieser Situation, auch was wie Museen arbeiten, Stichwort Nachhaltigkeit, ne, dieser ganze Ausstellungszirkus, wie er gerne genannt wird, ne, wo Kunstwerke durch die ganze Welt geflogen werden mit irrem Aufwand und auch Besucher. Ne, es gibt ja große Häuser, die haben hauptsächlich auswärtige Besucher. Der Louvre sind, glaube ich, 70% ausländische Gäste, ne, wo also auch viele Leute dann da hinkommen und wo man sagen würde, uiuiui, der CO2-Fußabdruck hier, das ist aber ganz schön eine Nummer. Und wir haben heute zu tun mit einer Generation Fridays for Future, die solche Sachen sehr kritisch auch befragt. Und das wird natürlich an der Kunst nicht vorbeigehen. Das geht auch an der Kunst nicht vorbei, das weiß man, das sieht man jetzt schon. Das wird auch an den Museen nicht vorbeigehen und das werden sicher so Themen sein, die, das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet und die auch meiner Meinung nach in der Zukunft noch an Bedeutung gewinnen werden. Also die Documenta, weil Sie das gerade angesprochen haben, ich kenne das ein bisschen als Besucher, weil ich da mal gelebt habe. Und ich nehme jetzt auch zur Kenntnis, dass die neuen Kuratoren der nächsten Documenta 15, die aus Indonesien kommen, eine völlig andere Herangehensweise haben und auch schon dieses
Grunde das, was wir so im westlichen Bereich postkolonial nennen, genau, im Grunde gar nicht diskutieren müssen, weil die es einfach schon eingepreist haben. Ja. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise. Gar nicht so museal, ja, gar nicht so schöne Bilder oder schöne Statuen oder was weiß ich, schöne Perspektiven aufmachen, wie man es ja auch schon auch bei der Documenta zeitweise gesehen hat. Ja. Sondern da erwarte ich tatsächlich einen völlig neuen, neue Herangehensweise an die Probleme, an die Anstöße, Kunst zu machen. Das wird nicht so schön sein, das wird nicht ein Farbenrausch sein, zumindest nicht prinzipiell. Nicht prinzipiell, aber das war es vielleicht auch nie. Auch das, was wir heute als schön empfinden, die klassische Moderne, die bei uns so wichtig ist, der blaue Reiter, der Franz Marc mit seinen blauen Fohlen, das waren ja früher Werke, da haben die Leute sich ja vor gegraust und gesagt, das ist doch keine Kunst, das ist doch schlimm. Ja. Ne? Es gab ja früher noch richtig, im Grunde muss man fast neidisch sagen, noch so eine richtige Aufregung konnte von Kunst hervorgerufen werden, dass Werke von den Wänden gerissen wurden und so. Jetzt kommen wir vielleicht wieder an so einen Punkt, wo auch dann auch bei einem Publikum, was über Generationen so einen bestimmten Kunstbegriff entwickelt hat, dass die da plötzlich wieder vor Kunst vielleicht stehen werden und sagen werden, also das soll jetzt Kunst sein hier. Ja. Und da fängt ja die Diskussion an. Und das finde ich eigentlich spannend und interessant. Ich freue mich schon sehr auf diese Documenta, weil ich auch glaube, dass das nochmal wieder einen ganz neuen Blick uns bringt, uns ganz neu uns erfordert. Ein Beispiel, Beuys beispielsweise, der ja auch bei der Documenta eine große Rolle gespielt hat, und 7000 Eichen. Ja. Das war damals, Ende der 80er Jahre, ein Riesenaufreger in der Stadt. Beim Kunstvolk weniger. Die haben ja alle Beuys mehr oder weniger verehrt. Aber es war ein großer Aufreger, und heute auch seine Installation, das Wolfsrudel, da haben auch viele davor gestanden, ich auch. Anfangs, was soll das, verstehe ich nicht. Und mit der Zeit glaubt man zumindest, irgendetwas darin erkennen zu können, weil sich auch, glaube ich, auch geistig, intellektuell, spirituell auch die Verhältnisse ändern, sodass man plötzlich einen ganz anderen Zugang zu solchen Dingen hat. Ja. Und jemand Sprödes, meine Beuys ist ja nicht, auch nicht eingängig, ist ja nicht schön in dem Sinne. Ja, das entwickelt sich ja auch, glaube ich. Genau. Ne? Also wenn ich diese wunderbaren Zeichnungen von Beuys sehe, die so auf kleine Papierstücke so dahin hingehaucht sind, das finde ich unfassbar schön. Ne? Aber natürlich, wir alle entwickeln uns ja. Und das ist vielleicht das Spannende. Natürlich, klar, der Farbenrausch, den wir heute empfinden, den Leute früher als furchtbar empfunden haben, ne? Das ist ja eine Entwicklung. Und ich denke, das hat alles seine Berechtigung. Auch jemand, der sagt, bei mir zu Hause möchte ich nur was an die Wand hängen, was mir einfach ein Wohlgefallen ist und was mich jeden Morgen freut und was ich schön finde, weil das ist das, was ich möchte. Wunderbar. Ne? Oder wenn jemand so gerne auch arbeitet und gerne malt. Museen haben da eine bisschen andere Aufgabe. Ja. Und es gibt, ich glaube, von Lichtenberg, meine ich, ein Zitat, was Henri Nannen immer gerne gebracht hat, und zwar, der selber mit Beuys nicht viel anfangen konnte. Und wenn er auf Beuys angesprochen wurde, dann brachte er immer dieses Zitat. Und zwar, wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, muss es nicht am Buch gelegen haben. Und das ist einfach, Kunst fordert einen, klar. Und je mehr man sich dem aussetzt, würde ich mal sagen, umso mehr entwickelt man aber vielleicht zumindest so ein Gespür, dass man sagt, ja, verstehe ich jetzt nicht, ist auch irgendwie für mich ein bisschen rau und unbequem so in meiner Wahrnehmung, aber da ist was, das hat Substanz, da ist was, was mich irgendwie interessiert, und das ist dann vielleicht so eine Art, vielleicht auch eher Philosophie mit so ästhetischen Mitteln, die einen eben auch ein bisschen fordert und nicht einfach nur so, ich sag mal so ein wohlgefällig vorbeizieht. Könnte die Möglichkeit bestehen, dass diese Diskussionen, die aktuell jetzt laufen, die möglicherweise aktuell auch erst beginnen, dass die eines Tages auch museal werden. Nicht nur, weil sie jetzt dann Geschichte geworden sind, hinter uns liegen, aber im Grunde ist es ja, das sagten wir ja vorhin, werden ja diese Diskussionen über Zeitgenossenschaft, politische Fragen, egal was es ist, Klimawandel oder Pandemie oder was auch immer, werden ja auch eben künstlerisch behandelt und thematisiert und dann so etwas, bleiben wir mal jetzt bei der Documenta, und dort auch
wenn es denn gelingt, auch dem staunenden Publikum präsentiert. Möglicherweise auch mit einem kleinen Stups vor den Kopf, weil man was ganz anderes erwartet hat. Man wollte halt Schönheit sehen und plötzlich kriegt man da, was weiß ich, das Elend der dritten Welt gezeigt. Oder oder bei der letzten Dokumente die Trümmer eines Flüchtlingsbootes oder solche Dinge. Ja. Das ist ja nicht sehr schön auf dem ersten, also im klassischen Sinne schön. Im klassischen Sinne. Aber diese Diskussion, die das bedeutet, auch der Streit, die Kontroverse, kann die auch in ein Museum, in ein Ausstellungskonzept, so wie wir es kennen, so wie ich es kenne als User, übernommen werden? Kann sowas musealisiert werden? Das wird die Zeit zeigen, aber natürlich finden diese inhaltlichen Diskussionen ja schon im Museum statt, auch über vorhandene Sammlungsbestände wird ja heute ganz anders diskutiert. Es wird auch über Künstler, das ist ja auch eine sehr, sehr zurzeit sehr schwierige Geschichte, Kunst und Werk zu trennen, wenn ein Künstler zum Beispiel übergriffig ist gegenüber Modellen oder sowas, kann man diesen Künstler dann überhaupt noch ausstellen? Da gibt es Leute, die sagen nein und der darf nicht mehr gezeigt werden. Dann sagt jemand anders, ja, aber man kann nicht Kunst und Werk sozusagen immer so zusammen sehen. Ne? Und da gibt es große Diskussionen, die sich auch bei uns schon so teilweise in Ausstellungen wieder gespiegelt haben. Gerade dieses Thema beispielsweise, dieser koloniale Blick. Da hat eine tolle Kollegin von mir, Eugenia Kribuschea, unsere Volontärin, eine Ausstellung gemacht dazu, aus unserem Sammlungsbestand heraus, wo zum Beispiel Werke von Nolde zu sehen waren. Auch kontrastiert auch mit zeitgenössischen Künstlern, weil Nolde und seine Frau, die sind ja damals auch, die gibt es diese Südseereisen, wo sie dann an Bord von Militärschiffen in die Südsee gereist sind und dann sozusagen mit so einem europäischen Blick, also den Zauber der Südsee quasi empfunden haben, also letztlich eigentlich so fast ein sehr herablassender Blick und wo ja auch die Künstler dieser Zeit dann eben so die Menschen, die dort lebten, dann mit so einer Art verklärten Blick als so ursprüngliche Menschen bewundert haben, nicht? Also sehr bewundert haben im Grunde, aber letztlich doch in so einer Art, ich sag mal, zivilisatorischer Überheblichkeit. Was man in den Bildern natürlich zum Teil finden kann, so diese Faszination für dieses vermeintlich Ursprüngliche, wo man heute das auch anders sieht. Ne? Also gut, bei Nolde gibt es noch andere Themen, die man heute anders sieht, aber da wird man natürlich immer wieder diskutieren und da wird es wahrscheinlich auch noch lange, lange weiter darüber diese Diskussion geben, wie präsentiert man das, wie zeigt man das? Das wird Museum verändern, das wird auch kuratorische Arbeit verändern oder hat es schon verändert zum Teil. Und am Ende entscheidet dann sicherlich erst der Blick zurück, ob das gelingt oder wie es gelingt. Sie hatten ja anfangs darüber berichtet, wie Sie auch die, ich sage mal, die erweiterte Vermittlungsaufgabe wahrnehmen. Dass sie sich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auch in der Malschule und so weiter befassen, wo ja, denke ich mal, solche Inhalte, solche Problemstellungen mit einfließen, die jetzt nicht unbedingt thematisiert werden können, wie soll man mit einem 10-Jährigen darüber diskutieren, aber die irgendwie langfristig prägend wirken, weil dann der Umgang, die Rede über Kunst ist eine andere, als wenn ich über schön und gut und spreche. Wird dann diese Vermittlungsaufgabe sich möglicherweise auch entsprechend ändern und weiß ich, vielleicht schwieriger werden oder bleibt es dabei? Ob das über diese Themen und Inhalte schwieriger wird, also es ist sicher grundsätzlich immer eine Herausforderung. Wir haben natürlich auch mit verändertem Publikum zu tun. Wir haben auch mit Kindern zu tun, die furchtbare Fluchterfahrungen zum Beispiel hinter sich haben. Ne? Da reagiert das natürlich letztlich auch immer so auf die Zeit läuft. Das ist einfach so. Wenn Kunstvermittlung bedeutet, wir vermitteln sozusagen Möglichkeiten, sich mit Kunst zu befassen, dann kann das gar nicht anders sein, das ist klar. Aber was sicherlich diese Kinder alle schnell mitnehmen und was Kinder, glaube ich, auch schon mit sich bringen, ist, dass es eben nicht um schön geht. Das ist eher so, wenn die dann ein Bild mit nach Hause nehmen und Papa sagt oder
Oma sagt dann, das ist aber nicht schön. Mhm. Ne? Mhm. Das ist eine Kategorie, die kommt irgendwie in so einer anderen Welt. Ja. Aber für Kinder ist eben Kunst durchaus noch sehr massiv auch so ein Ausdrücken und ja. So was erzählen, was nicht darauf abzielt, es soll irgendwie hübsch dekorativ sein und ja. nachher schön an der Wand ja. hängen. So. Ja, ja, ja. Mhm. Das Stichwort Digitalisierung. Sie hatten ja auch vorhin gesagt, es war ja anfangs ganz, ganz schön, die Möglichkeit zu haben, ja. Auch kulturelle Dinge auch jetzt digital noch genießen zu können, sei es aus der Konserve, sei es live, wie auch immer, praktisch weltweit. Ja. Und irgendwie hat sich das dann aber offensichtlich ein bisschen auch erschöpft, weil es ja. nicht das Gleiche ist, weil man die Erwartungen, die man dann da an dieses Erlebnis knüpft, nicht die sind, mit denen man in eine Live-Performance gehen würde. Also ja, das stimmt insofern bei, ich sag mal, da, wo Sachen im Grunde nur so abgefilmt werden oder wiedergegeben werden. Ne, inzwischen hat sich das ja auch in rasender Zeit total entwickelt. Also ich weiß gar nicht, mit wem ich neulich mal sprach, eine Kollegin an der Deutschen Oper, glaube ich, die sagte, ja, wir haben da jetzt ein riesen Studio plötzlich, ne? Und wir haben da ein riesen Equipment und wir haben Leute angestellt und wir haben Kamerapositionen jetzt eingerichtet auf der Bühne und so. Also da ist dieser Anspruch erstmal an dieser qualitative Anspruch ein anderer auch. Und das ist ja auch was, da kann auch nicht so jeder mit und jeder Anbieter. Ne? Und wo dann eben wieder die Großen die Nase vorn haben, die dann eben die Mittel haben oder die eben auch Förderer haben, die ihnen das ermöglichen. Aber die Technik, so wie wir die zum Beispiel bei uns jetzt auch verwenden für die Kunstvermittlung, bietet natürlich auch manchmal Möglichkeiten, die man sonst nicht hat. Beispielsweise habe ich eine Kollegin Marie-Christine Radatz, die bei uns schon seit letztem Jahr ganz wunderbar Kunstgespräche anbietet für Erwachsene unter dem Titel Kunst und Kluntje. Also man sitzt da so bei einer Tasse Tee, die einen bei sich zu Hause, sie dann in der Malschule, in der Werkstatt. Und führt Live-Gespräche über Zoom, über diese Plattform Zoom. Das heißt, man meldet sich an, dann schickt sie einfach einen Link, man muss nur diesen Link anklicken und dann wird man live sozusagen verbunden. Mhm. Und in diesem Live-Gespräch gibt es natürlich, das ist ja dann nicht nach einem festen Drehbuch oder das ist kein Film oder so, sondern man spricht miteinander. Und wenn sie da dann beispielsweise eine Führung machen würde, zum Beispiel in unserem Online-Rundgang, den wir ja haben, dann geht sie auf die Website und teilt das, da heißt das dann, dann sieht man das, dann könnte sie ja auch einblenden, wie sieht das Bild von hinten aus, die Rückseite. Ja. Ne? Also man könnte Dinge einbauen und einblenden oder zeigen oder auch machen, die man normalerweise im Museum nicht machen kann. Ja. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur einfach abfilmen, was wir sonst live erleben, weil dann ist das immer zweite Wahl. Ja. Das kann nie so gut sein wie das reale Erlebnis. Wenn wir aber in diesen technischen Möglichkeiten vielleicht auch neue Chancen entdecken, wie man das sozusagen noch öffnen kann für zusätzliche interessante Dinge, das wäre natürlich dann wiederum ein Gewinn. Und was natürlich auch digitale Angebote bieten, ist eben, hier geht es ging es zum Teil darum, die Besucher, die sonst zu uns kommen würden, denen was anzubieten, aber tatsächlich können wir damit natürlich auch uns an Leute wenden, die ganz woanders leben, die irgendwo in, keine Ahnung, Australien sitzen oder so, gutes Internet haben und dann plötzlich bei uns sich die Ausstellung anschauen können, die sie natürlich nie in Wirklichkeit besuchen würden. Oder jetzt die Kunstvermittlung, was ich gerade erwähnte schon, diese digitalen Angebote, die kann man natürlich buchen. Die haben wir dann auch angeboten, zum Beispiel für Altenheime, wo die Menschen ja zum Teil furchtbar in so einer Isolation auch gefangen waren und da gar nicht raus konnten. Und wo wir dann gesagt haben, pass auf, wenn ihr das machen möchtet, da gab es auch eine Förderung vom Land, dann bieten wir euch solche digitalen Live-Gespräche und Live-Vorführungen an. Das muss halt bei euch im Altersheim irgendjemand organisieren. Im Zweifel ist es dann vielleicht der FSJ oder sonst was Praktikant, der sowas kann. Ja. Und dann könnt ihr da mit uns ein Kunstgespräch führen. Und auch da sind es dann vielleicht Leute, die normalerweise das auch nicht vor Ort im Museum wahrnehmen könnten, weil die auch schon nicht mehr so mobil sind, die jetzt plötzlich dieses Angebot bekommen. Oder wir hatten auch ein Beispiel von einer deutschen Schule aus Kanada, die sowas gebucht hat. Es gibt ja überall auf der Welt deutschsprachige Schulen und die waren dann irgendwie drauf gekommen, dass die Malschule bei uns sowas anbietet. Also es gibt
den einen Strang, der uns jetzt beschäftigt, wir machen Ausstellungen, wir wollen da Besucher in der Ausstellung haben, da ist das, glaube ich, eher so eine Überbrückungsgeschichte, dass man einfach für das Publikum, was nicht, jetzt leider nicht rein darf, jetzt darf es ja rein, aber was nicht rein durfte, dafür was anbietet. Das andere ist aber, dass man natürlich gezwungenermaßen sich damit jetzt beschäftigt hat und feststellt, das bietet uns aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Ja. Und da, denke ich, bleiben wir am Ball. Also das heißt, das Museum von heute ist nicht das Museum von morgen. Früher hätte man gesagt, ja, wieso, das war da früher nicht anders. Früher hätte man gesagt, okay, das Museum in 5 Jahren hat andere Sammlungsbestände, hat andere Verantwortliche und so weiter. Aber jetzt können wir davon ausgehen, dass tatsächlich durch die technischen Varianten, die kommen, auch die Präsentation eine andere ist, dass auch der Charakter des Zeigens und Erklärens und Vermittelns sich ändert. Also ich glaube, die Idee von Ausstellungen als solche Ausstellungen kuratieren, Räume gestalten und so, das wird noch sehr lange so bleiben. Aber dieses Thema der Kunstvermittlung, ne, dass man eben auch einfach eine andere Reichweite dafür bekommen kann, das hat sich, glaube ich, schon verändert. Und das ist jetzt schon anders geworden. Wie das natürlich nachher so zurück, wie das Echo so zurück ist, ne, ob man dann Ausstellungen vielleicht irgendwann gestaltet mit so einem Blick, wie würde man das online gut nachher rüberbringen oder so, das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Ja. Bei uns, unser wesentliches Ziel ist tatsächlich der Gast, der ins Haus kommt und die Ausstellung sieht. Das ist für uns sozusagen number one. So. Aber wir wollen natürlich gerne auch die Reichweite erweitern. Das ist auch unsere Mission natürlich, Kunst zugänglich machen, möglichst viele Menschen für Kunst aufzuschließen und zu interessieren. Und da schauen wir schon, wie wir das jetzt nutzen werden. Das war für uns, muss ich auch echt sagen, vor 1,5 oder 2 Jahren, da haben wir natürlich Social Media und sowas alles schon gemacht, aber diese Kunstvermittlung online war da noch kein Thema, weil wir auch immer gesagt haben, man muss das sinnlich erleben, auch in der Malschule, die Leute müssen die Farbe an den Fingern haben, ja, nicht? Ja. Aber wir haben schon, muss ich sagen, diesen Lernfortschritt jetzt gemacht, dass wir sagen, da sind aber auch ganz interessante Dinge drin, die wir ausbauen wollen. Wo das hingeht, muss man dann mal gucken. Ne? Also. Wie stellen Sie denn den unmittelbaren Kontakt mit Ihren Besuchern sicher? Gibt es da einen Ansatz, wie man die Besucher auch an sich binden kann als Haus? Sie sind ja auf die Frequenzen auch angewiesen. Ich habe gelesen, Sie haben bis zu 70.000 Besucher in normalen Zeiten, manchmal auch schon 120.000 da gehabt. Ja, das sind natürlich schon Ausreißer nach oben. Selbstverständlich, aber gut, aber das nimmt man ja gerne mit, denke ich. Ja, klar. Aber selbst wenn es nur 70.000 sind, ist es ja schon eine stattliche Zahl. Gibt es dahinter auch ein Konzept, wie man mit den Besuchern in Kontakt bleiben kann? Oder ist das etwas, was man eher den Dienstleistern und Handeltreibenden überlässt? Jein, also natürlich erstmal zielt, verzeihen Sie, wenn ich so als Marketingfrau jetzt sage, das Produkt. Ne? Also wenn das Haus einfach so ist, dass man sich da wohlfühlt, dass man gerne hingeht, dass man weiß, wir sind im Sommer wieder in Ostfriesland, Kunsthalle M kannst du immer hingehen, die Ausstellungen sind immer irgendwie interessant und spannend, also wir stehen sozusagen als Marke dafür. Das ist natürlich erstmal was ich als Marketingmensch begrenzt beeinflussen kann, da müssen die Kuratorinnen und die Ausstellungsmacher tolle Sachen machen. Ja. Aber dann gibt es natürlich diese nächste Ebene, dass man anbieten kann, bleibt mit uns in Kontakt. Wir haben zum Beispiel für die Leute, die wirklich sehr intensiv kunstinteressiert sind und die auch sagen, wir finden das Haus toll, also wir würden das gerne irgendwie unterstützen, weil wir das hier gerne herkommen, kann man natürlich Mitglied werden bei uns, bei den Freunden der Kunsthalle. Das ist ein sehr großer Förderkreis, das sind über 1.000 Mitglieder, ne, die... das ist für viele Leute auch so eine Art Jahreskarte. Also eine Einzelmitgliedschaft sind 60 Euro im Jahr. Also wenn man sagt, ich gehe jeden Monat ins Museum, dann ist das tatsächlich auch schon so eine Art wirtschaftliche Idee, deshalb Mitglied zu werden. Aber da sind durchaus auch Leute, die dann sagen, wenn dann mal so eine Spendenaktion ist, ich spende mal was. Oder ich werde so eine Art Fördermitglied. Das heißt, ich würde regelmäßig mich so committen und würde sagen, ich spende auf jeden Fall 120 oder ich gebe 120 Euro statt 60 Euro. Im Jahr. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, die uns besonders wichtig ist, weil das schon eine sehr große innere Zuwendung bedeutet. Ja. Aber das ist nicht mehr so einfach heutzutage.
viele, gerade jüngere Leute, scheuen sich so ein bisschen so feste Mitgliedschaften, Vereine. Ich glaube, alle Vereine haben so ein bisschen damit zu tun. Wir haben Glück, wir haben die jungen Freunde, die also gerade sehr im Aufwind sind. Das ist also innerhalb der Freunde so eine Gruppe von jungen Leuten. Da gibt es also zwei tolle Kolleginnen, die das so zurzeit den jungen Freunden vorstehen. Und die natürlich dann einfach aus selber zu dieser Zielgruppe gehören und deshalb wissen, was interessiert die denn, was können wir mal anbieten. Also die übernehmen jetzt zum Beispiel gerade die Museumsnacht, die habe ich 20 Jahre, habe ich mal die Museumsnacht organisiert. Ab nächstem Jahr werden das die jungen Freunde machen. Freue ich mich total drüber, weil ich auch wahnsinnig gespannt bin, was sie so mit neuen Ideen, frischen Ideen da irgendwie veranstalten. Also das funktioniert dann über das Angebot. Wenn das Angebot toll ist, das ist schon mal wichtig. Dann kann man eben Mitglied werden und dann kommen schon ganz schnell die digitalen Medien, ne? Die Social Media, wo man abonniert oder so, ne? Oder wir haben, ich mache zum Beispiel jeden Monat einen Newsletter, der hat auch fast 7000 Abonnenten inzwischen, wo wir immer schon mal vorstellen, was im Folgemonat alles so bei uns läuft an Veranstaltungen und neuen Ausstellungen. Und die Tatsache, dass Leute das abonnieren, also den Newsletter oder auch bei Facebook oder bei Instagram oder bei Twitter, das zeigt ja schon, es gibt das Publikum, es gibt die Leute, die das interessiert, was wir machen. Aber ich denke, in dem Moment, wo das Produkt nicht mehr so spannend ist und die Ausstellungen nicht mehr so toll sind, dann würden die sagen, ach, nee, also ich entfreunde mich oder wie man das dann macht. So, dann sind die auch wieder weg. Genau. Also das sind alles so, das sind so Werkzeuge, aber im Wesentlichen muss das Haus, der Besuch muss stimmen. Genau, das Qualitätsversprechen muss eingehalten das werden. Das ist das Entscheidende. Sie sind ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch aktiv gewesen bei all dem, was man so Netzwerkarbeit nennt. Ja. Ich habe hin und wieder mit Gesprächspartnern auch gehört, die Kunsthalle war dabei oder ihr Name fiel in dem Zusammenhang. Eine ganz einfache Frage, was hat denn die Kunsthalle davon, wenn Sie sich jetzt ostfrieslandweit vernetzen? Weil die Frage taucht sehr häufig auf. Ja, natürlich, ist ja klar. Wenn man selber sagt, wir müssen da mitmachen, dann kommt immer die Frage, warum? Was haben wir davon? Ja, was haben wir denn davon? Das ist natürlich mal ein bisschen eine oft sehr kurz auch gedachte Frage. Also es ist sicher nicht so, dass da irgendwie sofort was auf dem Tisch liegt, irgendwie 1000 Besucher mehr oder so, sondern das ist jetzt eine schöne Frage, weil das ist mein persönliches Steckenpferd und wir haben ja auch mit diese Idee des Kulturnetzwerks mit anderen gemeinsam sozusagen aus der Taufe gehoben das erste Kulturnetzwerk war zu unserer Ausstellung Garten Eden. Da fiel mir noch die ehrenvolle Aufgabe zu, ein Konzept zu schreiben und dieses erste Kulturnetzwerk dann unterstützt von einer ganz tollen Mitarbeiterin für ein Jahr zu realisieren. Und da war das eigentlich so, dass das an uns herangetragen wurde, dass nämlich das Land damals uns gefördert hat mit unserem damaligen Erweiterungsbau und auch das Landesmuseum in Emden, was auch gerade ganz neu sozusagen sich erfunden hat. Und dann hat das Land gesagt, so Leute, jetzt macht da mal was zusammen, wo so diese Investition, die wir als Land jetzt hier bei euch getätigt haben, dass da mal so ein Mehrwert draus entsteht. Und ich hatte da schon lange drüber nachgedacht und fand das schon immer irgendwie eigentlich wichtig, dass man da den Blick mal so ein bisschen weitet und von dem eigenen unmittelbaren Beritt mal darüber hinausschaut. Und da schon war dann die Idee, Garten Eden war unsere Ausstellung, war sozusagen das Leitthema dann auch. Da haben wir Park der Gärten über Zwischenahn, Lütitzburg, aber auch viele, viele andere Partner, die gar nicht so direkt Kunst eigentlich waren mit einbezogen. Ich würde auch vor dem Hintergrund dieser ganz tollen Erfahrung, die wir da mit diesem ersten Projekt gemacht haben, dann hat das ja wunderbarerweise die ostfriesische Landschaft übernommen, heute ja auch Frau Rodrian mit der Kulturagentur, die das ja ganz toll auch weitergeführt haben. Aber ich würde sagen, insgesamt ist für uns wichtig, dass die gesamte Region Ostfriesland wahrgenommen wird, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, als eine Region, wo Kunst und Kultur einen Ort hat.
Das hat einerseits was mit dem Bild von außen zu tun. Man schaut immer gerne auf die Touristen, aber mir sind auch die Leute, die hier leben, wichtig. Und für die auch manchmal, auch die Kunsthalle, als wir angefangen haben, irgendwie noch so ein bisschen so ein Space Shuttle waren. Was wollen die denn hier jetzt? Ne? Weil ich sehr, ich muss sagen, ich bin sehr überzeugte Ostfriesin, schon, man könnte schon sagen Lokalpatriotin. Ich finde, es gibt hier unglaublich viele tolle Sachen, die viel zu wenig bekannt sind. Und nur in so einem großen Netzwerk, wo vielleicht, ich sag mal so ein dicker Tanker wie die Kunsthalle, so in dem Vergleich zumindest. Das ist so, definitiv. Ja. Wir fahren vorweg und so in dieser Heckwelle können dann auch kleinere mitschwimmen, die da sonst vielleicht das nicht so gut aus eigener Kraft so schaffen könnten. Für uns ist aber wichtig, dass insgesamt die Region so wahrgenommen wird, dass es eben diese großen und die kleinen tollen Angebote gibt, weil das einem für ein bestimmtes Publikum von interessierten, wachen, aufmerksamen, neugierigen Menschen dann einfach ein besonderer Reiz ist, das zu entdecken. Ja. Das ist der Tourist, der sogenannte Kulturtourist, der natürlich attraktiv ist, gerade in Zeiten, wo man an so Grenzen stößt, vielleicht auch, was so die Sättigung in einigen Ecken auch von Ostfriesland so angeht. Dass man sagt, ja, es müssen nicht unbedingt mehr Gäste sein, aber vielleicht tolle Gäste, interessante Gäste. Aber auch für uns natürlich ist es eben wichtig, dass jemand, der vielleicht in Köln, sagen wir mal, wohnt und der sagt, ach, guck mal an, die Kunsthalle macht eine Ausstellung, Sven Drühl, den fand ich ja immer schon klasse, würde ich mir sonst auch wohl angucken, aber jetzt ganz nach Emden fahren, 2,5 Stunden, auch wenn es eine leere Autobahn ist, weitgehend. Nee, weiß ich nicht. Was kann man denn da sonst noch so machen? Und dann gehört nämlich dazu, vielleicht die Region entdecken, die Natur entdecken, das UNESCO-Weltnaturerbe hier vor unserer Haustür. Ja, fantastisch, ja, ich liebe das, so ein Meer. Ja. Andere Kultur auch vielleicht zu entdecken, aber auch das Ganze drumherum, die regional typische Kulinarik, ne, wo die Leute auch früher gar nicht wussten, dass das was Besonderes ist. Ne? Für die Leute war vielleicht manches so Alltagsessen, wenn wir Gäste haben, die aus Hamburg oder Berlin kommen, sagen die, oh, das ist ja wunderbar, also dieser tolle Fisch, wo habt ihr den her? Und so, ich so, ja, das gibt es ja überall. Ne? Ja, ja. Also da müssen auch, glaube ich, die Menschen, die hier leben, erstmal ein Gespür dafür entwickeln, dass das hier wirklich eine tolle Region ist. Und dass es hier unheimlich viele tolle Sachen gibt. Und wenn die Einheimischen das irgendwann verstanden haben, dann transportieren die das auch den Gästen gegenüber. Ne? Dann strahlen die das auch aus. Ne? Wenn die Leute jetzt vielleicht mit einem Touristen reden und der sagt dann, ja, was kann man hier so machen? Und die sagen, ja, weil die auch jetzt nicht, mach irgendwie Wattwanderung oder so. Ne? Also so schön das ist, ja, jetzt finde ich toll. Ja, ne? Ja. Also die Leute, erstmal müssen die Menschen auch das für sich entdecken und müssen vielleicht auch das Lieben lernen, was sie für selbstverständlich gehalten haben. Aber natürlich finde ich auch, dass der Tourismus hier auch an so einem Punkt ist, da muss sich vielleicht auch qualitativ das noch so ein bisschen entwickeln. Ja, es gibt ja den alten Spruch, PR beginnt zu Hause. Ja. Und wenn ich meine eigenen Leute nicht überzeugen kann von dem, was ich da zu bieten habe, dann kann ich es im Grunde gleich lassen. Warum sollten wir die anderen extern glauben, wenn meine eigenen Leute mir nicht glauben und mir nicht folgen? Und das betrifft natürlich dann gerade das, was Ostfriesland angeht, sehr, sehr stark die Problematik. Wobei wir ja jetzt momentan die Erfahrung machen, dass wir eine hohe Zuwanderungsquote haben, von älteren Semestern natürlich, klar, aber das sind ja auch, sagen wir mal, Träger von Informationen, von Kommunikation, auch Leute mit Anspruch. Ja. Wer aus dem Ballungszentrum kommt, wer aus Köln, Sie sprachen Köln an, wer aus Köln kommt, ist natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen verwöhnt mit dem einen oder anderen und will nicht unbedingt alles jetzt völlig missen müssen. Und da muss man sicherlich die Verbindung dann herstellen, dass man weiß, weißt du denn eigentlich, was da alles passiert? Ja. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich war auch relativ ahnungslos, was tatsächlich alles hier passiert. Und das kann man einfach besser transportieren im Verbund, ne, wenn man sich zusammentut. Und wenn man zum Beispiel, also wie gesagt, da ist natürlich das ein sehr, sehr, glaube ich, einfaches Beispiel, dieses Thema Garten. Jeden Garten natürlich ist sowieso ein super Thema. Mhm. Jeder aus Friese tun hört gerne. Ne? Mhm. Also da kriegt man, glaube ich, ganz viele Leute schon mal interessiert. Aber das ist ja über die Jahre dann mehrfach durchgeführt worden. Und inzwischen, glaube ich, ist schon ein bisschen mehr angekommen. Hier gibt es aber ganz schön viel. Ja, so. Ja.
Trotzdem glaube ich aber, dass eben ein gemeinsames Auftreten und auch ein sicher sehr, das ist ein dickes Brett, ein sehr langsamer Wandel des Images von Ostfriesland, dass es eben nicht nur Kühe sind und Wattenmeer und, und irgendwelche Olle aus Friesen, die Tee trinken oder so, sondern dass das auch ganz schön viel mehr ist und auch ein tolles, ich sag mal, ein toller Landstrich ist, auch eine tolle Mentalität ist, sehr viel selber machen Mentalität auch hat, sehr viel Engagement. Ja. Ne, das braucht eine ganze Zeit, bis so ein Image sich verändert, dauert ewig, aber man muss einfach dranbleiben. Und ich glaube, dass das funktioniert. Das ist so ein bisschen die, was war das, Baden-Württemberg haben es ja irgendwie so ein bisschen auch hingekriegt. Wir können alles außer Hochdeutsch. Wir können alles außer Hochdeutsch. Ne? Ja. Heute irgendwie eine totale Wachstumsregion, High-Tech und so. Mhm. Früher hätte man vielleicht noch an Wein gedacht oder sowas, ne? Vor 40 Jahren. Und das, glaube ich, kann Ostfriesland, aber das müssen erstmal die Leute, die hier leben, selber auch irgendwie so ein bisschen in den Kopf kriegen. So. Und diesen Malus vielleicht auch, ne, früher über Ostfriesen wurde gelacht und das war irgendwie in den 70er Jahren Armenhaus Deutschlands und das ist vorbei. Ja, das ist vorbei. Nein, ich denke, dass das zum Beispiel die Stadt Emden ja auch ihren Teil dazu beiträgt, ob es ein VW ist, ob es die Kunsthalle ist, immerhin, das gibt es ja schon geraume Zeit, seit 86, soweit ich weiß. Ja. Oder ob es der unverwüstliche Otto Waalkes ist. Das sind so Zufallsfunde, sage ich mal, also zumindest Otto, die einfach dann der Region letztendlich, der ganzen Region auch gut tun. Ja, und man muss sicherlich auch so ein bisschen austarieren. Klar, ist ein Teil des Klischees, was ja auch sehr charmant zum Teil ist. Und ich finde es auch ganz süß und so. Ja. Und ich liebe Plattdeutsch. Also ich freue mich, dass das vielleicht heute ein bisschen wieder mehr geschätzt wird und so. Also das ist ja auch viel aus den Augenzwinkern. Ne? Aber eben deshalb sind, bloß weil die Leute vielleicht nicht so gut Hochdeutsch können, sind die aber trotzdem ganz schön clever und haben was auf dem Kasten. Ja. Und es gibt hier große Leistungen, ich sag mal Deichbau, ne, Entwässerung. Die Menschen haben sich ihr Land hier selbst geschaffen. Ja. Ne? Die haben ihr Land hier selbst urbar gemacht, dass sie überhaupt hier leben können. Ja. Und jetzt haben sie sich eben auch durch ein bürgerschaftliches Projekt wie die Kunsthalle die Kultur hier selber eben hergeholt, die sonst wahrscheinlich nie hätte irgendwie ein Land Niedersachsen hier ein Museum für moderne Kunst gebaut. Ne? Und dieses Anpacken selber machen, glaube ich, dass das ein großer Wert ist. Das, glaube ich, kommt so langsam, dämmert es den Menschen auch. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das auch im Kleinen wie im Großen, was ich auch sehr, sehr ganz großartig finde, ist, dass die Großen, also die Kunsthalle, genauso gut wie die Landesbühne in Wilhelmshaven auf der anderen Seite. Ja, ist der auch Partner von uns, ganz tolle Partner. Sich sie bringen sich ja beide ein. Ja. Und das ist natürlich, weil Sie sagten, Bugwelle, wenn die beiden Großen sich für, und dazu noch die ostfriesische Landschaft, wenn die drei sich aussprechen für bestimmte Konzepte, für bestimmte Überlegungen, dann kann sich ja auch der Kleine im Grunde nicht mehr sagen, das ist alles Unsinn, da muss ja was dran sein, wenn die Großen dafür sind. Das muss man also Push und Pull, man muss natürlich ziehen, um die anderen zu motivieren und deren Sorgen und Ängste vor Aufwand, vor Kosten und solchen Dingen zu nehmen. Und das finde ich ganz großartig, dass die, wie gesagt, die Großen da vorangehen und selber sagen, wir brauchen das. Ja, wir brauchen das. Also je mehr Kultur, umso besser. Wir sie überzeugen müssen, sondern sie versuchen uns zu überzeugen. Also, weil das auch bei den Menschen, die hier leben, einfach das so ein bisschen nochmal noch anders, ich sag mal, austreiben lässt, so dieses Interesse. Ne? Ja. Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, nee, ich muss jetzt nicht, um ein tolles Theaterstück zu sehen oder eine tolle Ausstellung zu sehen, muss ich jetzt nicht irgendwie nach Hamburg fahren. Mache ich vielleicht trotzdem mal gerne, aber das fand ich auch hier. Oder tolle Konzerte, diese wunderbaren Sommerkonzerte in den verschiedenen Festivals und so. Also, es gibt schon echt eine ganze Menge und das muss, glaube ich, nur mal in den Köpfen ankommen. Das ist manchmal noch so ein bisschen der Prophet, der im eigenen Land nicht so geschätzt wird. Ja, genau. Das dicke Brett, das man bohrt. Aber ich bin davon total überzeugt und ich hoffe, dass das einfach über die Zeit immer stärker noch sich auch durchsetzen wird. Ne? Also ich denke, dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln hier im kleinen Kunstkreis versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Ja, finde ich ganz toll, ich denke, die Initiative. Wir runden das Programm insgesamt in der Region ab, dadurch, dass wir hier Menschen die Möglichkeit geben, Kunst zu machen und die auch zu präsentieren. Das hat, denke ich mal,
in dem gesamten Konzept Kunst in der Region durchaus eine Berechtigung. Absolut, ganz wichtig. Und das ist das eine Ende. Das, was Sie machen, ist das andere Ende. Und das gehört irgendwie zusammen. Im weitesten Sinne gehört das zusammen. Das ist alles ein großer Kosmos. Ich meine, ja. Kunst ist immer Ausdruck des Menschseins. Und das ist eben, ob jemand einfach Freude daran hat, selber zu malen oder irgendwie kreativ zu sein oder zu schreiben oder so. Oder ob er vielleicht auch nur das gerne, sag mal, konsumiert, in dem Sinne genießt. Ja. Also das ist ein wahnsinnig breiter, sehr großer Radius, den man da hat. Und das ist, glaube ich, da hat alles seinen Platz. Ja. Da hat alles seinen Platz. Ja. Und alles trägt bei zum großen Ganzen. So. Und das ist Lebensqualität. Und da denke ich, glaube ich, ist tatsächlich aus Friesland so ein Ort oder so eine Region, die noch viele Entdeckungen bietet. Also das finde ich jedes Mal bei solchen Netzwerken. Ich lebe hier nun schon fast mein ganzes Leben. Immer bei solchen Projekten, dann sucht man wieder neue Partner und denkt, Mensch, das gibt's ja gar nicht. So was Tolles gibt's hier, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja. Da freue ich mich selber drüber. Ja, prima, dann können wir uns gemeinsam freuen. Ich hoffe, dass wir noch lange Zeit und oft Gelegenheit haben, uns gemeinsam über bestimmte Dinge zu freuen. Würde mich freuen, mit Ihnen auch im Netzwerk mich zu treffen. Ja. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, vielmals, dass Sie so freigebig, so offen mit gesprochen haben. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg im Job. Dankeschön. Dass Corona Ihnen genauso wenig wie uns irgendwelche Striche durch die Rechnung macht. Ich kann nur sagen, möge es jetzt schnell kommen, solange wir aufhaben. Bis Ende des September haben wir noch die tolle Wild-Schön-Ausstellung, die wunderbar ist, Tiere in der Kunst. Wir haben Sven Drühl und wir haben eine Ausstellung, das wird Sie vielleicht auch interessieren, speziell, die heißt Doing Museum. Da geht es darum, welche Aufgaben hat ein Museum, nämlich das, was der Besucher nicht sieht, sammeln, forschen und bewahren, vermitteln. Das sind ja Abteilungen, die arbeiten, auch wenn das Museum geschlossen ist. Ja, richtig. Und die zeigen jetzt anhand von konkreten Projekten mal, was da eigentlich so hinter diesen verschlossenen Türen passiert. Also kann ich sehr empfehlen. Ich denke, dass ich noch die eine oder andere Nacht in Hemden verbringen muss, um alles, alles mitzubekommen, was da angeboten wird. Prima. Haben Sie herzlichen Dank. Gerne. Ja. Kommen Sie gut nach Hause und ich denke, wir hören uns bald mal wieder. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Und das war's. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.